Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3, der Danny spielt das. Und zwar gab es ja am 29. August, September 2022 endlich das neue Update, welches uns zum Beispiel das Feature Speichern mitbringt. Zum Beispiel, dass wir endlich innerhalb eines Szenarios speichern können. Und außerdem brachte es uns den kurzen ICE 1 mit. Und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, wir fahren einfach mal dieses süße kleine Fahrplanszenario auf der Strecke Kassel-Würzburg. Und zwar fahren wir einen Leerzug von Burgsinn nach Würzburg und haben unsere Baureihe 401, wie gesagt, 675,6 Tonnen schwer, 11 Wagen und 274,5 Meter lang. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und als erstes sollen wir mal einen Moment warten. Ihr seht, es ist noch ziemlich dunkel hier. Da steht er. Unser ICE 1. Da auch schön dieses WLAN-Zeichen. Wunderbar. Das ist die erste Klasse. Hier ist das Bordbistro. Da sind hier noch wieder Passagierwagen. Und hier ist dann der andere Triebkopf. Ja. Sind hier so, oder stehen hier so auf einem Abstellgleis. Na, hup hier mal nicht so rum am frühen Morgen. In Burgsinn und haben jetzt die Aufgabe, diesen Zug, wie gesagt, als Leerzug nach Würzburg zu fahren. Und sollen jetzt hier noch einen Moment warten. Ich denke mal bis 7:31 Uhr. Bevor wir dann unseren Zug aufrüsten und uns gen Würzburg machen. So, haben dann gleich noch natürlich noch die Zugsicherungssysteme und so weiter einzuschalten. So, dann geht's jetzt los. So, aber jetzt sollen wir erstmal richten wir erstmal unseren Zug hier ein. Und zwar. Liefer ein, PZB ein, LZB ein. Als erstes machen wir mal den Richtungswender. So. Dann Spitzensignale nochmal ein. Zack. Dann brauchen wir eigentlich, müssen wir die AFB noch einschalten. So, haben wir das auch soweit erledigt? Würde sagen, dann sind wir soweit. Machen das mal auf hell. Wir haben schließlich noch nachts. Natürlich müssen wir noch den Bremsschlüssel aufsperren. Sonst wird es eh nichts. So, dann sind wir doch eigentlich soweit. AFB noch auf. Erstmal auf 40. So, natürlich müssen wir noch den Fahrmotorlüfter einschalten. So. Aber dann sind wir jetzt eigentlich soweit abfahrbereit. Lösen die Bremsen und schalten langsam auf. So, Befreiung möglich. Dann machen wir das natürlich. Zugbeeinflussung.
Und dann fahren wir langsam in den Sonnenaufgang rein, Richtung Würzburg, 43 Kilometer. Es ist ein wunderschöner Herbstmorgen. Tiefer. So, noch 40, aber das wird sich in diesem Moment jetzt gleich ändern. Wie gesagt, befreit haben wir uns ja schon. Sodass wir dann jetzt gleich auf 80 beschleunigen dürfen. Das ist jetzt der Fall. Jetzt sind wir erstmal bei 60. Ah, das ist zu viel. Jetzt können wir auf 80. Sie fahren. Ah, jetzt so stimmt es. Wie gesagt, es ist ein Leerzug, den wir sehr wahrscheinlich jetzt als Unterstützung oder zur Unterstützung nach Würzburg überführen sollen. Ihr seht es am Horizont, die Sonne ist schon am Aufgehen. Und ich denke, dass wir im Laufe der Fahrt dann auch immer mehr Tageslicht erlangen werden. So, was haben wir hier? Wir hier quittieren? Fängt die LZB an. Da müssen wir auch nicht quittieren. So, dann sind wir jetzt schon im LZB-Modus. Wunderschön. Kommen auch gleich so langsam aufs Hauptgleis. Während wir hier noch rechts abgeleitet werden, wie schon fast gesagt, Gleiswechsel. Na, es ist doch so. Es ist wirklich Fingerspitzengefühl, kann ich euch wirklich nur sagen. Also die AFB zu bedienen, ist wirklich Fingerspitzengefühl. So, dann kommen wir auch gleich endlich auf Reisegeschwindigkeit von 280 km/h. Schön, diese Gleiswechsel hier, die weichen Geräusche, traumhaft. Wunderschön, wunderschön. Na, das wollte ich jetzt gerade nicht. Dann machen wir es gleich nochmal. Genau, ich wollte ja mal eben schauen, ob das, wie das Feature, wo das jetzt genau hier. Hauptmenü, Neustarten, Einstellungen. Hier steht eigentlich noch nichts, wie man jetzt das Spiel speichern kann.
Oder bin ich jetzt zu blöd? Also ich habe das Speicherfeature noch nicht gefunden. Mir ist ein bisschen rätselhaft, wo das denn sein soll. Ich weiß nicht, ob es bei euch, ob ihr es schon habt. Also ich finde es gerade nicht. Ein bisschen schleierhaft gerade. Komisch, komisch. Ich habe es mal beim YouTube-Kollegen nachgeguckt. Da! Aktiviert natürlich. Alles klar, jetzt ist es aktiviert. So, so geht's. Also ihr müsst also auf Einstellungen gehen, dann auf Allgemein runterscrollen. Und unter Bewegungsunschärfe von über Lockout of Dovetail Live ist dann das Feature Spiel speichern, dass ihr dann durch den Eindruck mit dem Steuerkreuz oder je nachdem, womit ihr spielt, nach rechts dann auf aktiviert geht. Damit ist das dann aktiviert und dann natürlich auf anwenden. So, damit ihr dann auch Bescheid wisst. So, gehen wir nochmal drauf, gucken, ob es jetzt auch wirklich aktiviert ist. Aktiviert. Sehr schön. Haben wir das soweit. Aber ihr habt es auch vielleicht gelesen, dass das noch nicht garantiert werden kann, dass das zu 100% funktioniert. Und dass ja, das praktisch von der Empfehlung derzeit noch oder Benutzung derzeit noch abgeraten wird. Aber ich denke, das wird mit den ein oder anderen nächsten Updates dann auch gefixt und verbessert, sodass wir dann eine zuverlässige Speicherfunktion haben werden. Was das gerade für die längeren Szenarien ja doch von Vorteil ist, wenn man jetzt zum Beispiel ja, ein Zug von Würzburg über die ganze Strecke bis Kassel fährt, da geht dann doch schon, da spielt man dann doch schon über eine Stunde. Und da wäre es dann Speichern dann doch schon von Vorteil. Vor allem für uns YouTuber ist das schon sehr von Vorteil, weil oh, ein ICE3, sehr schön, weil einfach dann die Videolängen einfach zu groß werden, wenn man das dann an einem Stück spielt. Von daher
Wir splitten die Videos ja dann immer, die Szenarien dann immer ganz gerne und spielen das dann praktisch in zwei Videos zu Ende. Und da macht es dann schon Sinn, wenn man das Ganze speichert. So, irgendwie wird's diesig, oder meine ich das nur? Ich habe das Wetter jetzt einfach mal auf dynamisch gelassen, einfach weil es schöner ist, finde ich, weil dann wirklich alles passieren kann, von Regen über Schnee, über Gewitter, Sturm oder einfach nur Sonnenschein. Und so wie es sich jetzt darzustellen scheint, wird es doch ins Regnerische laufen, weil es doch ein wenig diesig wird, hier habe ich das Gefühl, wenn sich das hier mal so anguckt. Schon ziemlich nebelig, diesig, also. Und daher schauen wir mal, ob es in den nächsten 25 Kilometern dann noch anfängt zu regnen. Und ob die Sonne überhaupt aufgeht. Ob die sich überhaupt zeigt. So, wir fahren derzeit 240, obwohl wir 280 dürften. Aber das liegt ganz einfach an der Streckendynamik hier, weil das doch ziemlich bergig ist. Und ja, bei den Steigungen kommt er einfach nicht auf die Geschwindigkeit. Ist auch logisch. Ihr seht, ist das schon wieder 0,9%, also 1%. Das geht jetzt hier wieder steil bergauf. Und da schafft er das einfach nicht, auf die Geschwindigkeit zu kommen, logischerweise. Wenn es dann gleich irgendwann mal wieder ins Gefälle geht, dann sollte das doch relativ schnell gehen, dass wir dann auf 280 kommen. Seht, jetzt geht es abwärts bzw. ins Gefälle und ruckzuck sind wir auf 255 gleich. Ja, jetzt werden wir eh gebremst auf 250, darum geht er auch nicht weiter. Also ich kann mich dem nicht entziehen, aber ich habe das Gefühl, dass das gleich wirklich anfängt zu regnen. Also es wird zwar heller, so ist es nicht, weil die Sonne geht ja auf, logischerweise, aber ja, es ist doch jetzt nicht irgendwie so sonnig, dass man jetzt behaupten kann, die Sonne ist hier gleich da, wir haben einen schönen goldenen Oktobermorgen, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Die Sonne hat es schwer, sich durchzukämpfen, durch diese dicke, dichte Nebelwand, möchte ich fast sagen, also ist wirklich, ja... Alles andere als schön. So, jetzt haben wir bedingt durch das Gefälle doch die Möglichkeit mal 280 zu erreichen, während wir jetzt schon wieder gebremst werden.
So, gleich noch 2:30. Aber habt ihr gesehen? Eben weil wir gerade Gefälle hatten, kam die LZB gar nicht nach, unser Zug rechtzeitig zu bremsen, sodass wir dann noch ein Stück zu schnell waren. Aber wir haben es noch gerade so geschafft. Und wir müssen auf jeden Fall gleich dran denken, wenn die LZB zu Ende ist, gleich auf uns zu befreien, beziehungsweise PZB wachsam zu drücken. Weil sonst haben wir nämlich gleich eine Zwangse. Das gilt es zu vermeiden. Wir haben jetzt nur noch 9 Kilometer, also ist ein relativ kurzes Szenario. Bei den Geschwindigkeiten sind da 43 Kilometer auch kein Problem. So, dürfen jetzt gleich nochmal 2:80. Das sollte auch kein Problem sein, solange es noch beim Gefälle bleibt. So. Ne, wir werden nicht mehr auf 2:80 hochschießen, sondern auf 160. Deswegen sind wir auch schon am Bremsen. Die LZB ist zu langsam. Zu langsam dafür, um hinterher zu kommen. Ihr seht, wir sind im gelben Bereich. Das heißt, wir laufen zu schnell. Nicht viel, aber wir sind zu schnell. Jetzt haben wir auch noch Gefälle. Und irgendwann hört dann auch gleich mit Sicherheit die LZB auf. Und wie gesagt, da müssen wir auf Zack sein. Haben wir jetzt eine Zwangse oder was haben wir jetzt? Nee. Es ist fast. Ungenügend Luft in der Bremsleitung. Drücken Sie HLL füllen. Ach. Da habe ich zu spät gedrückt. Ich habe noch drüber geredet und ich habe zu spät gedrückt. Ah. Ihr seht, wir müssen hier diese Taste drücken. So. Wir überhaupt wieder losfahren können. Da muss nämlich diese HLL wieder auf 5 Bar kommen, damit wir überhaupt unseren Zug fortsetzt bewegen können. So. So, jetzt geht es nämlich wieder los. Wir müssen nämlich die AFB auf 0 setzen und wieder zurück, damit wir überhaupt wieder weiterkommen hier. Aber ich habe gestern zufällig, also gestern Abend noch das zufällig, dass genau das gleiche Szenario bei dem Kollegen Felix der Weise gesehen. Und ich meine mich zu erinnern, dass der Gute an dieser Stelle auch eine Zwangse hatte. Auch aus demselben Grund.
Felix, nicht so ungut. Ich habe es dir einfach mal nachgemacht. Ja. So, LZB ist gleich zu Ende. Während wir hier langsam auf die 100 Stundenkilometer zufahren. Vorne ist auf jeden Fall quittierpflichtig. So 60. Langsam sie auf 85, ja, das haben wir ja, würde ich sagen. Das haben wir ja auf jeden Fall. Tiefer, jetzt wird es gerade ein bisschen. So, 85 sagen wir auf jeden Fall. Ich denke, da sind wir gut drunter. Warum haben wir jetzt keine Leistung? Weil wir die AFB auf. Immer noch auf 1000 Hertz Überwachung. Also ich würde sagen, gehen wir mal runter auf 45, auf unter 45. Eigentlich möglich, Geschwindigkeitsbegrenzung 85. Ah ja. Da sind wir auf jeden Fall. So, sie fahr. Nehmen wir mal die Leistung schon weg, weil nämlich da vorne das rote Signal direkt am Ziel ist. Das mag ich überhaupt nicht. Nicht, dass wir da noch drüber sausen. Jetzt zum guten Schluss. So, bleiben Sie unter 46, unter 45. Das haben wir alles, das sind wir alles im Rahmen. Wunderbar, wir haben es geschafft. Sehr, sehr schön. So, was haben wir denn jetzt? Kriegen wir Gold oder Silber? Wir hatten immerhin eine Zwanse. Silber. Ja, das liegt mit Sicherheit an der Zwanse. So, benötigte Zeit 23 Minuten. 16 Minuten ist angegeben. Okay, ich hatte ja noch ein bisschen Vorgeplänkel am Anfang. Ich hatte die Zwanse. Klar, das dauert immer ein bisschen länger dann. Ja, das war dieses kleine süße Szenario zum neuesten Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, habt ein schönes Wochenende.
Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.